Hallo, heute habe ich mir auch mal wieder was nicht selber einfallen lassen, sondern die Tür vom Auto geht nicht auf, ja, also man sieht ja, dass der Knauf auf ist, ja, also geht überhaupt nicht auf, ja, ich komme überhaupt nicht mehr ins Auto, ja, was soll ich jetzt machen, ja, also die anderen Türen gehen aber auf, ja, so, kann ich von hier hinten das aufmachen? Dann fällt die Tür wieder zu. So, schauen wir mal, ob wir das reparieren können. Ja? Also, hier sind lauter so Schrauben. Ja? Also, bis zu den paar Schrauben bin ich erstmal gekommen. Ja? Also, soweit war das ja kein Problem, ein paar Schrauben rausdrehen. Ja? Ich meine, naja, also von innen kann sie ja noch entriegelt werden. Ja? Also, so der geborene Autoschrauber ist ja auch nicht. Ja? Eben so ein paar Sachen habe ich schon mal gemacht, aber wie ein Auspuff-Endtopf oder sowas habe ich schon mal gewechselt. Also auch Bremsen habe ich schon mal repariert. Aber das war eigentlich alles simpel. Ich sag mal, die Tür hier scheint doch ziemlich fest zu sein. Ja? Also der Knauf hängt hier. Also letztendlich hat wieder die Logik gesiegt. Ja? Das heißt, erstmal muss man alle Schrauben finden, zum Beispiel die noch für den Griff, und von unten hat es dann geklappt, ja, unten angehebelt und dann von unten rausgezogen, ja, also ging dann doch ganz leicht, ja. Am Anfang, man will ja auch nichts kaputt machen, ja, also wer das schon mal gemacht hat, weiß das, ja, aber wenn man das noch nicht gemacht hat, eben, dann macht man halt lieber vorsichtig, bevor man es kaputt macht, ja. Oder erst irgendwo Kratzer dran, der eine hatte so ein Werkzeug, ja. Hier habe ich jetzt einen leichten Kratzer dran, aber ich habe dann doch, von unten ging es auf jeden Fall leicht. Also das nächste ist, diesen Griff, ja, lösen, ja, und dann durch die Öffnung schieben hier, also, ja, einfach da durchschieben. Das nächste ist halt hier wahrscheinlich der Stecker für die Fensterheber, und das war es dann eigentlich schon. Ja, also eigentlich ganz simpel. Ja. Wenn man es weiß natürlich, ja. Aber man muss halt sehen, dass alle Schrauben ab sind, ja. Eben. So, jetzt können wir uns mal langsam angucken hier, wie es dahinter aussieht. Ja. Hier ist alles ordentlich abgedichtet. Ne? Eben hier ist noch eine Halterung dran. Vielleicht lasse ich die erstmal dran, und hier ist alles verklebt. Ja. Also, das ist alles ordentlich gemacht. Ja. Also, ist noch wie neu. Ja. Dahinter sitzt dann auf jeden Fall die Entriegelung, und da wird es ja dann dran liegen. Ja. Gucken wir mal weiter. Ja. So, ich habe jetzt mal hier reingeschaut. Ja. Da ist ein bisschen ein verrosteter Mechanismus, da werde ich jetzt mal ein bisschen Spray ran machen. Ja. Und das Komische ist, ich habe jetzt mal die Tür probiert. Eben, ja, also ich habe eben mal die Tür probiert, und zwar nicht gleich beim ersten Mal, aber es geht auf einmal. Merkwürdig. Wir hatten am Anfang so, ja, also ich mache mal ein bisschen Spray dran, und dann mache ich wieder zu, und dann gut. Das war's schon. Also ich weiß noch nicht jetzt wie, und vielleicht mit dem Türgriff. Wir haben ja hier den Türgriff gelöst, ja. Vielleicht wenn der, hier sieht man, wenn der das verriegelt, wenn der verkantet, also wenn man das mal ein bisschen ölen, vielleicht gibt sich das dann, ja. Ich nehme hier so ein Multifunktionsöl, das hat extra so einen Sprühkopf dran, ja. Da kommt man super hinten rein, kann man das super einsprühen, ja, man sieht ja, dass es total verrostet ist, ja, also wenn man hier reinschaut, ja. So, die Tür geht wieder einwandfrei, ja. Also man muss vielleicht noch zweimal nachhaken irgendwie, aber das wird sich mit Sicherheit mit der Zeit noch geben, so beim zweiten Mal geht es. Ja, werden wir ja sehen. Ne? Wenn nicht, ist ja kein Problem. Ich komme es ja nochmal auf. Ja. So, machen wir es wieder zu. Ja. Ist ja noch genug Klebstoff wieder dran. Packen die Seitenverkleidung wieder rein. Und so, die Türverkleidung ist drin. Ja. Also, eben, lässt sich also super wieder einhängen. Ja. Wie gesagt, das sind mehrere Schrauben. Also hier ist eine Schraube. Hier in der Türverkleidung ist eine Schraube drin. Hier vorne ist eine, hier unten sind eine, noch zwei, und an der Seite ist hier die noch eine. Also 1, 2, 3,
4, 5, 6 Schrauben. Eben, wenn die alle gelöst sind und wenn die alle wieder ordentlich drin sind, könnt ihr auch davon ausgehen, dass das wieder einwandfrei ist. Ja, eben, und damit würde ich mich heute bei euch verabschieden wollen wieder. Und eben, wie gesagt, ja, eben, Tür geht wieder auf, kann man wieder sicher von A nach B fahren. Und eben, also guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht und bis bald, was immer ihr auch macht. Ja. Denkt an mich, abonnieren ist kostenlos und kein Video mit der Glocke mehr verpassen. Und danke fürs Zusehen.